Was geht, was geht? Ja, zum ersten Mal, glaube ich, bin ich zu spät, ne? Ich glaube, eigentlich schon da, wir müssen gleich los, Digga. Ey, mir ist gerade aufgefallen, einfach vor einer halben Stunde, ich habe mein Ticket nicht, ne? Als Speaker, wo ist Eileen? Digga, bei so einer Hitze hitzt sich immer das Schloss auf und im Sommer muss man jetzt da was dazwischen machen. Wie lange fährt man wohl? Ich habe voll Hunger, ne? Ich habe noch nichts gesehen. Ich bin schon ein Macherchef, oder, Eileen? Sei ehrlich. Weil du meinst ja, du wolltest dir hier mein Geschenk. Für die gute Arbeit, ja? Kollege. Bitteschön. Du schützt mir noch 1 Euro, ne? Wie lange wirst du gleich sprechen? Ich glaube 45 Minuten und ich weiß noch nicht, was ich sprechen soll. Deswegen wird es gleich lustig. Ja, das ist ein Goodie-Bag. Aber wie gesagt, mein Name ist Stefan Thion. Ich bin der Mitgründer von Elevate und von Valteam. Ich finde das so geisteskrank. Du hast ja nicht nur bei einem Unternehmen, du hast ja noch ein paar andere Unternehmen. Wir haben 36 Unternehmen da heute. Ja, schade. Wie hältst du da einen Überblick? Hast du für jedes Unternehmen eine Person eingestellt? Ich muss als Unternehmer früh verstehen, und das habe ich halt mit 18 schon verstanden, dass du nicht der A-Player bist. Die Leute um dich herum sind der A-Player. Und dass du eigentlich nur dein Job als Unternehmer, als CEO ist, die Vision aufzubauen und dass andere dir mithelfen, um diese Vision zu erfüllen. Welches Influencer-Marketing war für dich am Anfang das profitabelste? Montana Black. Montana Black ohne Ende. Ich habe ihm so viel zu verdanken wie für keinen anderen in diesem Game. Und das ist halt so. Du hast ja auch mit Knossi was gemacht, wie hast du mal genannt? Montana Black. Also ja. Das, was er für mich gemacht hat, und alle zusammen, kommen nicht mal dran. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen. Ja. Er hat ja dann trotzdem sehr viel Casino-Content gebracht. Sehr gerne. Ja, aber hat für dich schon einen negativen Einfluss gehabt irgendwie? Je skandalöser der Streampartner ist, desto besser. Worauf wir jetzt den Wert festlegen quasi, sind Twitch-Streamer. Weil ein Twitch-Streamer, der average 500 bis 600 Zuschauer hat, hat eine viel größere Kaufkraft und eine viel bessere Community als ein TikToker. Aber trotzdem danke, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Und ja, danke auch an 8 for Tanz. Vielen, vielen Dank. Ja, also ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Den Satz mit Arschloch haben nicht so viele gefüllt, glaube ich. Dann, was geht? Dann habe ich gemerkt, dass so die sind schon so ein bisschen angespannt, diese LinkedIn-Community. Aber guck mal, 8 Returns ist immer korrekt zu uns gewesen, deswegen mache ich das ja auch. Und ich glaube auch, viele werden schockiert sein mit meiner Denkweise, ne? Und meiner Art, wie ich so direkt Sachen ausspreche, die ich denke. Aber bis jetzt eigentlich nur positiv gehört. Yep, wir sind wieder da. Ich glaube, so eine Masterclass ist cool. Hast du auch mitgefilmt, was ich da gesagt habe? Ja. Ja, muss aufpassen, ne, wenn ich da so ein paar Wörter da reingeschnitten werden. Es wird werbefreundlich bleiben. Ja, sehr gut. Eigentlich habe ich voll Hunger, ne? Hi. Hi. Bist du öfters hier? Ja, ich warte auf Kunden auf der Straße. Und du verstehst, was ich meine. Warte gerade auf Taxi, weil ich bin heute früh zu faul gewesen. Und Yves ist früher losgefahren als ich heute. Ich war todmüde, habe ich einfach weitergepennt, habe 1-2 Termine abgesagt. Jetzt warten wir auf Taxi und mein Auto, gehen was essen, weil ich brauche von zu Hause eine schöne Zigarre. Rauchen ist nicht gut, ich bin kein Vorbild. Fahrstuhl in die Wohnung ist schon ein Cheatcode, sag ich dir ehrlich. Also, es ist eine sehr privilegierte Lage. Das Einzige, was ich denen an dem ändern würde, ist, dass nicht alles Gold ist, aber wenn das kann ich das nicht alleine entscheiden. Aber ist schon sehr egal, auch mit Einkauf und so, weißt du. Nice. A few moments later. Ja, wie gesagt, ich weiß, viele kommentieren immer, ja, wie kannst du Zigarren rauchen? Na, Männer und Frauen da draußen, die das Video schauen. Ich rauche halt in meiner Freizeit Zigarren und ich weise euch darauf hin, das ist schlecht für eure Gesundheit, aber das ist halt, was ich mir antue. Ich trinke gar keinen Alkohol. Ich trinke vielleicht 3-mal im Jahr ein Glas oder so. Und das, was ich halt negativ mache, ist halt drauf und so. Ja? Jeder hat mal ein bisschen was. Ja? Warum hast du dich so für die Farbe entschieden? Komplett all black? Ich wollte immer einen Sportwagen haben, einen Lambo. Weil, wie gesagt, Ferrari hat mich ja damals abgelehnt. Dann war ich so, okay, komm, ich bestell mir einen. Und eigentlich habe ich mir einen in Babyblau bestellt. Und dann kam Corona, meine Bestellung wurde storniert. Und sie haben gesagt, okay, wir haben hier 2 Autos. Entweder Lime, so eine richtige so Zitrone-Limette-Farbe, oder Schwarz-Schwarz. Da war ich so, boah, ich wollte eigentlich Babyblau haben, alles drum und dran. Da habe ich den Schwarzen genommen, weil
mit Schwarz, besonders wenn du in Normalmodus fährst, nicht in Sport, mit Klappen offen, hörst du das Auto fast gar nicht. Kannst du noch ganz normal fahren, ist auch daily tauglich. Und auf der anderen Seite, wenn du so wirklich damit leise fährst, ist der Körner nicht unauffällig. Also natürlich fällt schon mit dem Auto auf, aber weil wenn der so schwarz-schwarz ist, kann man auch so das mäßig verkaufen, als hier down to earth, ich will nur so ein sportliches Auto fahren. Natürlich wollte ich einen babyblauen Lambo, aber als Schwanzverlängerung, muss man einfach so sagen. Und auch wenn ich ein Fan davon bin, ist das Auto nichts anderes. Aber ich gehe auch mit dem Auto auf die Strecke und da muss ich euch mal auch mal mitnehmen, so wenn ich Hilfe kriege oder egal was, weil ich benutze das Auto, so wie es eigentlich gedacht war und ich versuche es gar nicht so in der Stadt zu fahren. Und ich glaube, als jemand, der Sportwagen fährt seit 4 Jahren oder so, ich habe nicht einen Blitzer, der über 10 km/h geht in Deutschland und das ist schon halt eine krasse Statistik. So, du kannst sagen, was du willst, aber ich bin auf jeden Fall kein Raser. Besonders nicht in der Stadt auf der Autobahn, unbegrenzt, Wetterverhältnissen, da drücke ich schon gerne die 350, aber du merkst ja selber. Du bist vor allem nicht so Autoposer, so auf den. Also nein, das juckt mich alles nicht. Genau. Weil ich bin in der privilegierten Lage, so Auto zu fahren und für mich wäre viel, viel schlimmer, meinen Führerschein zu verlieren, anstatt dass ich hier irgendwo vor irgendwelchen Frauen oder Männern auf der Straße angebe. So fühle ich auch nicht. Ein Lebermann, wie er im Buche steht. Rauchen ist ungesund, nochmal. Wie bewertest du die Gastfreundschaft, wenn du das siehst? Ich sag immer wieder, beste Italiener in Berlin. Beste also, Leben. Wirklich. Die Rosmarinkartoffel, ich habe nirgendwo in der Welt bessere Rosmarinkartoffel gegessen als hier. Mark my words. Ich habe Parmesan für dich. Dankeschön. Alle lachen mich immer aus, aber glaub mir, Spaghetti mit guten Butter und geilem Pfeffer, beste Vorspeise. Ich würde sagen, so 17, 16 Jahren, das ist meine Lieblingsvorspeise. Und besonders hier, die braten die Spaghettis noch an, die schmecken ganz, ganz anders. Und die haben unheimlich geile Butter. Das ist richtig krass. Ich schwöre euch, Lachs Medium ist wirklich beste. Ich hasse, wenn es so richtig trocken ist, soll ein bisschen Medium sein. Hier die Rosmarinkartoffeln, ne? Die berühmten Rosmarinkartoffeln. Digga, guck mal, wie geil die einfach aussehen. Also ich bin ja ein sehr Foodie, achte auf sowas. Sehr, sehr wichtig, Digga. Sehr, sehr wichtig. Der Lachs sieht auch maschallah aus. Ja, ja, safe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sag euch ehrlich, ich bin todmüde, weil bei mir ist echt gerade viel los. Aber wie gesagt, lasst mir ein Like da, ein Abo und wir sehen uns bald wieder mit einem freshen Video. Ciao.